Hallo liebe Leute aus dem Computerclub. In der letzten Woche hatten wir ja am Freitag in der Computerakademie einen Vortrag über Hippies, PCs in der Silicon Valley. Ich gebe hier mal einen ganz kurzen Einblick, nur eine kurze Zusammenfassung über den Vortrag. Es ging hier einmal über die Hippie-Bewegung in den 60er Jahren und warum die mit maßgeblich so als kultureller Hefeteig für die Entwicklung der Mikroelektronik im Silicon Valley waren. Und dafür stehen ja hier der Ihnen euch bekannte Steve Jobs und natürlich die Stanford University. Und dieser Vortrag hat sich also mit der Frage beschäftigt, was hier im Silicon Valley passiert ist, dass wir heute alle Personal Computer auf dem Tisch stehen haben. Es gibt eine Unabhängigkeitserklärung der sogenannten Fairchild Eight. Das waren 8 brillante junge Männer, die bei dem Halbleiterhersteller Schockler ihren Job oder sagen wir so ihre Karriere an den Nagel hingen und in das vielversprechende Geschäft mit Mikroelektronik, mit Transistoren eingestiegen sind. Und die haben sozusagen zur Firmengründung hier auf einer US-Dollar-Note mit Unterschrift ihren Ausstieg oder Einstieg in die Arbeit an der Erfindung von Transistoren gesetzt. Das kennt ihr ja, das ist das, ein wichtiger Baustein oder der wichtigste Baustein in der Computerindustrie, das ist der Transistor, der hier ja noch zu sehen ist mit den alten Röhren. Dann haben wir hier das erste Digital oder das erste Gerät, das sozusagen die Menschen von der Steckdose befreit hat. Man konnte den Transistor einstecken, das Transistorradio ist im Grunde genommen der Walkman der 50er und 60er Jahre. Das sind im Übrigen hier diese Helden, diese Männer, die den Transistor oder auch die Vorstufe für den Halbleiter entwickelt haben. Das ist der Nobelpreisträger, der den Preis bekommen hat für den Transistor. Das ist Robert Noyce, der hier eine ganz wichtige Rolle hier im Silicon Valley gespielt hat, hier in den 50er, 60er und 70er Jahren bei der Erfindung des Transistors. Und man nannte ihn später auch den Bürgermeister des Silicon Valley, denn diese ganzen jungen Ingenieure haben sich ja dann in der Nähe von der Stanford University und dem Silicon Valley, das war ja so eine Apfelsin- oder Mandarinenbaumplantage, angesiedelt und haben dafür billiges Geld ihre Firmen gegründet. Ganz wichtig für die Entstehung ist der Sputnik-Schock in den 60er Jahren, der das Militär dazu veranlasst hat, auf die Herausforderung der Russen mit Technologie zu reagieren. Es wurden ja dann auch elektronische Bauteile gebraucht für die Interkontinentalraketen, für das Militär. Und die mussten natürlich wärmebeständig sein und das ging mit diesen alten Röhren nicht. Und deswegen war der Halbleiter, die Halbleitertechnologie so wichtig, aus der ja dann später hier der erste Transistor und vor allem das Halbleitermaterial Silizium entwickelt wurde. Und das ist so ein Schnitt aus der Erfinderskizze für diesen Halbleitertransistor. Dann haben wir hier einer der ersten integralen Schaltkreise, die sozusagen viele, viele Transistoreigenschaften hier auf diese Ebene befördert haben. Und das kennt ihr ja von den Leiterplatten, die wir heute haben. Und das Ergebnis ist hier, dass sozusagen im Silicon Valley, was wir am Anfang dort hatten, sich versammelt haben. Zum Silicon Valley oder warum das sozusagen der Schmelztiegel ist, muss man halt wissen, dass in den 50er Jahren, in den 60er Jahren Kalifornien zu dem großen Staat innerhalb der USA geworden sind, wo die ganzen Leute von der Westküste beispielsweise, also von der Ostküste, also abgewandert sind und hier sozusagen in der Silicon Valley oder in diesen Industriestaat Kalifornien eingewandert sind, weil hier ein besonders tolles, auch intellektuelles Klima geherrscht hat. Und das war natürlich auch ein Teil, warum die Hippie-Bewegung gar nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass der Erfolg des Silicon Valley und umgedreht überhaupt denkbar war. So, das war jetzt mal ganz schnell und in den gröbsten Zügen die Zusammenfassung des Vortrags, der natürlich